Ich hab's mal, hier ist euch die Buben. Ich darf euch bei einem neuen Video auf meinem Kanal begrüßen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach dem Parkplatz-Fiasko vom letzten Mal. Bin dann noch ein Stück weitergefahren und hab dann da jetzt da bei der Shuttle-Cola da heraus auf dem Platz stehen bleiben dürfen. Dann gestern mit dem Portier gesprochen und sagt er, ja, da draußen kannst du stehen bleiben. Sprachen in Englisch und was der Teufel alles, was wir da geredet haben. Ich hab dann einmal auf der Karten geschaut, ich weiß jetzt eigentlich auch, wo der Parkplatz ist. Aber generell einmal auf die Karten. Der Parkplatz, was wir da eigentlich haben, der ist nämlich eigentlich da, direkt auf der Straße. Wir sind ja da abgebogen. Und der ist dort direkt auf der Straße, also das hätte mir sowieso nicht gefallen. Dort direkt auf der Landstraße. Ja, wenn es nicht anders geht, dann machst du es halt so. Aber ja, das war die deutlich ruhigere Variante jetzt da. Ich habe mir schon einen neuen Wegpunkt gesetzt. Und zwar geht's da bis auf Belgrad mehr oder weniger rauf. Da werden wir unser 45er machen. Und dann geht's noch weiter. Bis auf Zagreb, dann werden wir da irgendwo in Höhe Zagreb nach unserer Tagesruhezeit absolvieren und dann haben wir eigentlich noch die Stickel oder bis haben wir auf Klagenfurt. Gut. Und hätten wir das auch besprochen und fahren wir weiter. Ja, Dings haben wir es jetzt. Wir haben es jetzt kurz nach 5 Uhr in der Früh. Ich weiß nicht, was der da ständig ein- und ausschaut. Keine Ahnung. Ja, schauen wir da nochmal kurz, ob wir das da wieder finden irgendwo. Ja, 5.14 Uhr ist. Abfahrtskontrolle, das Ganze haben wir schon gemacht. Irgendwo habe ich das doch da auch zurückspielen können. Ja, da haben wir das. War da nicht irgendwo? Ja. Keine Ahnung. Gut, egal. Wir sagen, wir... Ist tief beim Mikro? Seid ihr so, hat da irgendwo anscheinend... Problemchen, ich schütze ihm ein und aus. Ja, wie gesagt, legen wir los und stoßen ins Horn. Auf zu neuen Taten. Gangling Main. Dann sieht sie jetzt nichts davon, aber ich habe mir jetzt da den vom Grimes in späten Herbst, glaube ich heißt es, oder milden Wintermod mit reingenommen. Biege nach rechts ab. Da haben wir da jetzt links rausfahren. Das ist da mitten in der Kreuzung, da irgendwo. Das dann, wäre dann der Parkplatz gewesen. Das ist auch voll für den Kack, Alter.
Aber schau, er lässt mich sogar aus, sieht er ganz lieb und nett. Mit dem BLT bringt er nichts da weiter. Ausfahrt rechts nehmen. Über der LKW-Kontrollstelle. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich glaube, das mit dem Mikro muss man anschauen. Aber später erst. SCS haben wir auch eine Info gekriegt. Oder ist jetzt eine neue Info rausgekommen, dass sie ja den Norden überarbeiten wollen bzw. ausbauen wollen. Ist es gar nicht mehr? Oh ja. Jetzt ist wahrscheinlich das Deppel-Mikrofon ein und aus. Aber vielleicht liegt das auch am USB-Hub. Hey, komm mal auf den Godan. Schau, die Nordic Crown ist auch da unterwegs. Nein, ist ja nicht der Ernst. Das ist jetzt noch nie die Probleme gekommen. Jetzt habe ich das Problem, dass mir der Schranken zugegangen ist zur Ruhe. Alter! Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, musst mir nicht, du Affenarsch! So ein blöder Idiot, oder? So.
haben wir da Kontrollstellen, links die Pumps, die da heraus sind. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Hören wir dann aber über das vom SCS reden. Diese Ausfahrt. Auch noch nicht umgestellt. Also da der Radar nicht funktioniert. Da merkt ja KI eine wahrscheinlich, ne? Doch nicht. So. Man hätte schon mal so gesagt. Hoch, glaube ich, noch nicht, oder? Gut. Wie gesagt, zuvor schon mal. SCS hat angekündigt, dass sie den Norden überarbeiten wollen, beziehungsweise ausbauen wollen. Haben dazu eingeschrieben, dass das aber mehrere Jahre dauern wird. Was heißt mehrere Jahre? 2027, 2028? Kann man nicht vorstellen. Mann, ich weiß natürlich aus Erfahrung, was es für Arbeit ist, ein Map zu bauen oder umzubauen oder dies oder jenes, wenn wir selber ein bisschen mappen tun. Aber wenn ich da jetzt eine Ankündigung mache, dann sagen, es wird mehrere Jahre dauern. Man hat eh gesehen, wie lange es für das Balkan-Deal sie braucht haben und die Schweiz ist immer noch nicht heraus, weil das, die Schweiz eigentlich nur ganz Fleckerl ist. Und der Norden ja relativ groß sein wird, da halt relativ viel kommen wird, aber oder irgendwo rausgelesen haben sie das, glaube ich, weiß ich nicht, 2020 schon mal angekündigt oder 2022, da warten ja schon 2 Jahre vergangen. Ja, Griechenland soll ja auch kommen, aber wie gesagt, aber mit Griechenland rechne ich ja erst, ich würde sagen, Ende des Jahres. Ich glaube nicht, dass das Mitte des Jahres schon rauskommt. Ich glaube, das wird Ende des Jahres kommen. Und dann der Norden, vielleicht Ende 2025. Da würde ich jetzt einmal spekulieren. Warum gehst du da vom Gas runter? Will mir das erklären? So würde ich das mal einschätzen. Was habt ihr jetzt dafür Schmerzen? Willst du jetzt einer erklären? Beschleunigungsstrafe, das weißt du schon, gell? Das heißt, so einen Beschleunigungsstreifen bis zum Ende ausfahren, aber so genau muss man sich auch nicht dran halten. Wahnsinn. Ja. Was gibt's für die Kollegen zu berichten? Auch einiges, aber ein bisschen was ist rausgekommen. Der JJ hat ein neues Video rausgebracht, der Truck Andal.
der Maisy, oha, der Maisy on the Road, was rausgebracht. Der Hermi und der Michael, das ist eh ganz klar. Der Hermi war auf der Projekt Pesco unterwegs. Der Falco hat, also sagen wir so, beim Falco bin ich auch mit drei Videos im Verzug, da hätte ich auch nochmal drei Videos zum Anschauen. Nur aus dem Titel herausgelesen, der Falco war jetzt bei der auf Stippvisite bei der ITL. Ja, ihr wisst ja da wahrscheinlich jetzt selber besser Bescheid über die Kollegen, wo die zum Teil unterwegs sind. Ja, an der Stelle gehen wir gleich mal Grüße raus an meine ganzen YouTube-Kollegen. Nehmen wir halt heute wieder ein paar, die was mir einfallen. Beispiel der Rico Trans, Sachsenplayer, den Mäse und der Rot haben wir eh schon gesagt. Und Michi Bastner, ist auch jetzt schon eine Zeit lang nichts gekommen. Ah ja, und den, was ich täglich vermisse, ist der Harry. Harry, ich hoffe, dir geht's gut. Schon lange nichts mehr gehört von dir. Falls du das Video siehst, melde mich in Discord. Aber ich glaube, ich habe letztens auf Facebook, glaube ich, ein Lebenszeichen für ihn gesehen. Dürfte es wieder ein bisschen besser gehen. Hatte ja ein paar gesundheitliche Probleme. Ja, vom Bremen ist auch schon jetzt länger nichts rausgekommen, aber das haben wir ja eh gewusst, dass da nur ab und an einmal was rauskommt. Gibt auch wichtigere Sachen als Storyplay. Ja, mit was konnte ich sonst noch voll schwafeln? Ah ja, genau, da. Weiß man nicht, ey. Bei der Batu nicht, ey. Der Glover, was ich da den Range T gemacht habe, den was wir da fahren, hat jetzt auch ein Interieur den Range T rausgebracht. Das werden wir sich auch irgendwann gönnen. Das schaut nämlich richtig lässig aus. Schaut wirklich cool aus. So, schauen wir mal da. Jetzt hat die Kilometer zurückgestellt, aber die Uhrzeit nicht. Wir haben es 9.50 Uhr, also wir müssen dann eh schon langsam eigentlich bei der Raststelle ankommen für die 45er. Dass wir die nicht wieder versäumen. Wir haben kurz nach 5 sind wir weggefahren, 5 Stunden haben wir circa Vorzeit, also wir sollten da 10 Uhr, 10.30 Uhr so in der Richtung wird ankommen. Was haben wir denn Aufnahmezeit bis jetzt da? Ja, 20 Minuten ist wieder ein bisschen ein kürzeres Video, aber in der Kürze liegt die Würze, sagt man dann.
Jetzt ist jetzt der Ockstamm oder was? Tatsächlich, oder? Geht denn das? Wie geht denn das? Da muss ich da drauf drücken irgendwo, oder? Haben wir schon Zeit für dich, fand ich es wahrscheinlich, ne? Alter! Walter! Irgendwann können wir wahrscheinlich einfach hin zu seiner Stadt, ne? Wahrscheinlich irgendwo stehen bleiben müssen. Sag ich doch. Genau, da ist jetzt die Stelle, wo ich mir auch gedacht habe, dass ich stehen bleibe. Du hast auch rechts am Parkplatz, hättest auch rechts am Parkplatz gehabt. Ich meine, das ist so irgendwie ein Rostplatz, vielleicht bei einer Firma, aber anscheinend ist das da eh auch ein Hotel gehabt zum Stehen bleiben. Ah, da bauen sie an der Autobahn schon. Und wir fahren da zu dem Bogen und davon ist unser Rastplatz. Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Links abbiegen. Biege nach links ab. So. Alter, ist nur wieder per Verkehr. Müssen die alle auslassen. Na geh komm, das kann's jetzt nicht sein. Da bleibt ja jeder stehen, wie Regler-Wucki. Dann fahren wir halt, weil anders wird das sowieso nichts. Dankeschön, so jetzt müssen wir da ist zuerst noch mein Parkplatz, da vorne ist glaube ich eine Tankstelle. Das auf Google so richtig gesehen habe. So, passt. Dann werden wir da unser 45er machen. Und ich sag schon mal, Dankeschön fürs dabei sein. So. Ja, wie gesagt, ich mache da jetzt einmal 45er. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein.
möchte mir dann nochmal bei meinen Abonnenten bedanken. Und auch bei denjenigen, die das Video ohne Abo anschauen. Aber lasst mal ein Abo da. Kostet nichts. Tut nicht weh. Ist vollkommen umsonst. Oder gratis. Ich hoffe nicht, dass es umsonst ist. Aber wie gesagt, lasst mal ein Abo da. Lasst mal ein Kommi da. Drückt die Glocke. Daumen nach oben. Wäre auch nicht. Und wie sagen die Kollegen zum Teil so schön? Support ist kein Mord. In dem Sinn, tschüss, Baba. Bis zum nächsten Mal. Euer Michi. Grüß euch, Baba.